Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Danzenbox von La Brassbanda. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Danzen von La Brassbanda, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier ein sehr ungewöhnliches Boxformat. Und zwar ist das hier hochformatig, hochkant. Und wir haben es hier mit so einem, ja, rechteckigen, mit so einem quaderförmigen Teil zu tun. Es ist sehr ungewöhnlich. Es sieht mehr so aus, als würde hier so eine dicke Spirituosenflasche verschickt worden sein. Aber nein, es ist die Box zum Album Danzen. Ja, wir haben hier auf dem Cover einen riesigen Kuhschädel abgebildet. Darunter haben wir noch eine Disco-Kugel. Auf der linken Seite lesen wir hier von unten nach oben den Bandnamen La Brassbanda. Auf der rechten Seite geht dann hier die Kuh- und Disco-Kugel-Optik weiter. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Auch wieder Bandname, die Labels, die Logos der Beteiligten und natürlich ein Barcode. Und hier auch wieder die Kuh. Und hier lesen wir noch Hacker Pschor. Ja, ich würde sagen, von unten schauen wir auch nochmal kurz rein. Genau, alles hier in Braun, klassisch in dieser Kartonfarbe. Und von oben sieht das Ganze so aus. Hier haben wir auch zum ersten Mal den Albumtitel stehen. So, dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier noch mit einem Siegel verklebt. Dann werden wir mal dieses Siegel hier brechen, aufschneiden. Und dann schauen wir mal. Also, als erstes müssten wir natürlich hier dieses kleine Stück hier rausziehen. So, aber jetzt. Gut, als erstes kommt uns hier entgegen ein bayerisches Kochbuch. Dann haben wir das Album an sich, Danzen. Ein rotes kleines Metallstück, so ein Blechstück. Erkläre ich dann noch, was es damit auf sich hat. Und der restliche Inhalt, der ist hier nochmal in einem weiteren Karton eingepackt. Schauen wir mal, dass wir den hier, wenn möglich, rausbekommen, ganz so einfach. Ah ja, okay. So lässt sich dann aufklappen und hier kommt dann der weitere Boxinhalt zum Vorschein, wenn wir ihn rausbekommen. Und zusätzlich haben wir dann hier auch noch einen Kochlöffel. So, ich glaube, wir machen den Karton mal zur Seite, ich glaube, das war's. Mehr ist hier nicht zu finden. Nein, das hier unten ist noch die Halterung von dem Bierkrug, aber ansonsten, nein, hier ist nichts mehr drin. Also, packen wir die Box mal wieder zusammen und dann starten wir direkt mit dem Inhalt. Also, das kam derweil mal zur Seite, denn wir starten wie immer mit dem Album an sich. Alles kommt hier ohne Folie, also auf jeden Fall mal umweltfreundlich, sehr wenig Verpackungsmaterial hier verwendet worden. So, und das ist das gute Stück. Das ist das Album Danzen, also Tanzen auf Bayerisch, Danzen. Auch hier haben wir wieder die Kuh abgebildet mit der Disco-Kugel, darüber dann wieder der Name der Band. Auf der Seite La Brassbanda Danzen und eine Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Herrschaften der Band abgebildet. Die stehen hier mitten im hohen Gras, mitten hier auf der Wiese und spielen ihre Instrumente. Dann haben wir hier noch die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt 12 Stück. 6 hier in Rot, 6 hier in Blau. Beteiligte und Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier einmal das Booklet und hier haben wir auch wieder weitere Fotos und die Infos zu dieser
Band zu diesen Bandmitgliedern, also hier alle namentlich erfasst mit ihrer Funktion, mit ihrem Instrument. Dann hier unten noch die Credits, also wer hier an dem Album beteiligt war, all das kann man hier nachlesen. Dann haben wir hier die ersten Tracks mit Lyrics. Also hier sind alle Lyrics erfasst. Dann geht es hier weiter mit den Lyrics und hier verwaisten Mopeds, Motorrädern, die hier stehen. Weitere Lyrics. Ja, also hier kann man auf jeden Fall jedes Lied dann mitsingen mit diesen Lyrics. Dann noch einmal die Bandmitglieder hier einzeln abgelichtet, einer Danksagung und zum Abschluss nochmal ein Foto über die beiden Seiten. Ja, so sieht das aus. Das ist das Booklet. Dahinter kommen auch nochmal die Herrschaften zum Vorschein. Wenn wir die CD auch nochmal rausmachen, dann sieht das Ganze so aus. Also hier mit ihren Mopeds. Die CD an sich in Rot, Weiß und Blau gehalten. Packen wir wieder zurück, ebenso das Booklet und kommen direkt zum nächsten Boxinhalt. Das Album kommt übrigens in einem Digipack. So, als nächstes haben wir hier ein bayerisches Kochbuch. Ja, Buch jetzt nicht wirklich, es ist auch ja, so mehr oder weniger wie ein Booklet, ein bayerisches Kochbooklet. Hier haben wir schon diverse Sachen hier abgebildet. Auf der Rückseite haben wir hier dann noch so eine Widmung. Beziehungsweise was man sich dabei gedacht hat. Also hier lesen wir. Das bayerische Kochbuch verfolgt mich seit meiner Kindheit. Meine Oma und meine Mutter kochen beide daraus. Natürlich war es auch mein erstes Kochbuch, das ich mir für meinen eigenen Haushalt gekauft habe. Immer wenn ich ein traditionell bayerisches Gericht kochen möchte, schaue ich in diesem Buch nach. Bis heute ist mir jedes Gericht gelungen. Besonders gut die Rohrnudeln. Stefan Dettel. Dann hier nochmal die Website und der Kuhschädel. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, hier geht's dann los, unter anderem mit dabei der Schweinebraten. Genau eben aufgeführt, was man dafür braucht und natürlich auch, wie man das Ganze dann im Detail zubereitet bzw. kocht. Hier hat man ja auch noch Abbildungen. Dann geht es weiter mit Semmelknödel bzw. Brezenknödel. Auch die kann man hier dann kochen. Schweinshaxe gegrillt. Eine Leberknödelsuppe und auch ein Obat da. So, und zum Abschluss gibt es dann noch Rohrnudeln. Also das ist, glaube ich, so eine, ja, ein Dessert, eine Nachspeise. Ja, da ist für alles gesorgt, von der Suppe zum Hauptgang bis hin zur Nachspeise. Als nächsten Boxinhalt haben wir dann passend zu dem Kochbuch auch noch einen Kochlöffel. Hier auch wieder der Kuhschädel hier so reingemacht. Dann auch nochmal die Website. Ansonsten hier ganz klassisch in diesem Hellbraun gehalten. Und dann kann man hier wunderbar in der Küche den Kochlöffel zum Einsatz bringen. So, als nächstes haben wir einen eher ungewöhnlichen Boxinhalt. Und zwar haben wir hier tatsächlich so ein kleines Stück Metallblech. Ja, wirkt so, als wäre das irgendwie Abfall oder so, aber nein, es ist tatsächlich auch etwas dabei. Man hat sich auch dabei was gedacht, und zwar ist das ein originales Blechstück aus dem Labrasbander Feuerwehrauto. Das hatten die damals bei ihren damaligen Auftritten immer dabei, und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Grabe getragen worden, zerlegt worden, und nun hat man jeder Box ein Teil dieses Feuerwehrautos beigelegt. Also kennt man ja von manchen Bands, die legen dann so ein Backdrop-Teil dazu, also so ein Teil der Bühnenkulisse, das sie dann zerschnipselt haben. Hier in diesem Fall dann eben ein Teil des Feuerwehrautos. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier etwas, was ich so auch noch nie zuvor in einer Box gesehen habe. Und zwar haben wir tatsächlich einen Bierkrug, und der ist wirklich ein massiver Steinkrug. Hier haben wir nochmal die Marke, die wir auch auf dem Karton hatten. Also ich gehe mal davon aus, die haben diesen Bierkrug hier hergestellt. Hacker Pschorr lesen wir hier. Dann natürlich Labrasbander Danzen mit dem Logo.
Und dann haben wir hier noch das Maß, das Eichmaß 1 Liter. Also klassische Maß 1 Liter von innen genauso farblich wie auch außen. Dann hier natürlich ein massiver Henkel, da passt die Hand gut rein. Und so sieht das von unten aus. F-Herb. Okay. Ja, also passend zu dem Kochbuch kann man dann auch hier nicht nur essen, sondern auch trinken. Und auch beim Trinken hier entsprechend Labras Banda repräsentieren. Ja, also das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Maßkrug aus Stein. 1 Liter. Dann haben wir das bayerische Kochbuch, hier dieses Heftchen mit diversen bayerischen Spezialitäten. Dann hier das Teil des Feuerwehrautos aus Metall. Den Holzkochlöffel, gebrandet. Und natürlich das Album an sich, Tanzen, im Digipack mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Tanzen von Labras Banda. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Labras Banda unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.